Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Ja, gut. Wo sind wir? Also erstmal sorry, dass Folge jetzt so spät kommt. Das sage ich jetzt eigentlich in jedem Video, was jetzt neu rauskommt. Ja, ich habe meinen PC neu aufgesetzt, beziehungsweise nicht, ja, das ist falsch, nicht neu aufgesetzt, sondern ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut, zusammengestellt und ein neues Case gebaut, also selbst gebaut. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Wenn ich dran denke, werde ich hier jetzt mal. Piep! Ja, ein Foto oder ein Video, mal schauen. Reinschneiden. Und zeige euch quasi, wie das Gehäuse oder mein PC jetzt aussieht. Also, oh, sieht schon ein bisschen geil aus. Genau. Dementsprechend konnte ich. Also, ich habe es total unterschätzt, wie lange man dafür braucht. Oder wie lange ich dafür gebraucht habe. Weil es... Ah, genau, wir haben hier Abtrünnige. Wo sind meine Armeen? Genau, ich habe das ja total unterschätzt, weil normalerweise baut man sowas an einem Tag, maximal an zwei Tagen. Und ich habe dafür jetzt insgesamt fast eine Woche gebraucht, weil es nicht aus Holz war, sondern... alles aus Plexiglas und Plexiglas nochmal furniert, damit es diese Holzoptik hat. Also, was heißt hier Optik? Es ist ja Holz. Aber, genau. Und, warte, wo schicke ich dich denn hin? Ich schicke dich mal hier runter. So, dich schicke ich hier, Alexander Stolz. Genau, dich schicke ich. Jetzt mal, ups, da hoch. Dich, die 10.000. Genau, also dementsprechend habe ich nicht genug vorproduziert. Und ja, deswegen tut es mir leid. Aber jetzt wird wieder normal Content kommen. So. Ja, du bist es. Gut. Du kommst, dürftest jetzt eigentlich auch wieder nach Hause kommen. Dich habe ich aus welchem Grund auch immer nach da geschickt. So, die Steuermänner des Pythäas. Ja, wunderschöne. Die stolzen Alexanders. Die gehen ja jetzt ab. Nee, das ist der General. Der geht ja jetzt ab. Ui, Entschuldigung. Sneezing. Irgendwie habe ich ja gerade voll die Allergie. Ich weiß nicht warum. Also ich meine, wenn mein Zimmer staubig und so weiter wäre, okay. Aber das ist eigentlich jetzt so sauber wie selten. Nase juckt. Oh je. Ah, genau, den schicke ich. Uiuiui. Den schicke ich gerade runter. Alexanders Vermächtnis an sich sollte er fertig werden mit denen. Und den, also das Vermächtnis lasse ich dann hier unten für Pergamon. Die werden wir ja dann auch bald in den Popo hauen. Warte, ich schau mal kurz, wo seine Armeen sind. Also, hier ist eine Fullstack-Armee. Da ist eine Flotte. Da ist eine kleine Armee. Da ist auch eine Flotte. Da ist eine Fullstack-Armee. Da ist nochmal Fullstack. Aber sonst... Also, der hat nur eins. Zwei. Drei wirklich gefährliche Armeen. Ja, das ist easy. Gut. Also, dann die 10.000.
fang mal schon mal an, hier runter zu gehen. Mit dem... Wir sind ja jetzt wieder verlässlich. Pergamon? Ja, tut mir leid, aber... Ein Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Oh, ich bin voller Erwartung. Aber, naja, der Wunsch kam, dass ich dich fertig mache. Sorry. Ja. Die Götter des Olymps werden für unsere Sicherheit sorgen. Hoffen wir, dass ihr keinen Besuch von den Giganten erhaltet. So. Hä? Wieso haben wir noch bloß... Hä? Okay. Erlass annulliert. Ja, genau, genau. Die Erlasse werden ja jetzt annulliert, weil ich keine... Also, hier hätte ich zum Beispiel eine vollständige Provinz gehabt. Aber habe ich ja jetzt nicht mehr. So... Okay. Moment. So, sorry, musste mich gerade schneuzen. Wir kommen gerade auf, es ist 87 vor Christus schon. Also, wir sind beinahe, wir holen beinahe Rom ein. Wobei, ja, Rom ist mehr oder weniger schon fertig. Ja. Also Rom kommt jetzt auch wieder, eigentlich, also Rom habe ich rein theoretisch schon fertig gespielt. Das kommt jetzt, ja, wieder alle, also zweimal pro Woche. Das ist gesichert schon mal. So, gut, du bist schon mal bereit, um genau Pergamon anzugreifen. Ja, für Pergamon brauche ich eigentlich eine zweite Full-Stack-Armee. Eigentlich, ja. Warte, dann gehst du wieder zurück. Dann mache ich mir eine zweite. Vermächtnis. Da kann ich die Verteidiger Pellas wieder auferstehen lassen. Ja, das ist ganz gut. Tyrenreiterei wieder. Du gehst mal wieder in die Stadt. So. Huiuiui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, ja. Wir brauchen ja Leinenpanzer Schwertkämpfer. Die sind gut für die Mauer. 5 Stück. Dann, königliche Peltasten sind auch nicht, ja, Petze Tyroi. Das ist halt, ja, eine richtig gute Pikenier-Einheit. Aber für Belagerungen sind die nicht ganz so gut zu gebrauchen. Aber, ja, dennoch. Schildträger sind auch gut. Dann hole ich mir noch 2 Schildträger. Gut. Dann sind die beiden... ja, die beiden schnappen sich erstmal Pergamon dann. Also die Hauptstadt. Hier muss ich aufpassen. Das macht dann die 10.000. Die 10.000 haben halt Ballisten. Dann... Wieso heißen die Klauen der Harpyr? Das klingt voll bescheuert. Warte mal. Wie heißen denn meine Armeen hier? Die 10.000, Alexanders Vermächtnis, Verteidiger Pellas, zum Rand der Welt, Alexanders Stolz, Dareios Untergang. Untergang klein geschrieben, weil Dareios ist so ein... Ja... Ist die Großschreibung nicht wert. Gut. Dann mache ich mal... Pergamons
Warte, Alexanders Vermächtnis. Linke Faust Alexanders. So. Gut. Darius Untergang wird umgeschrieben. Und hier. Untergang. So, gut. Ja, okay, der schreibt es nicht groß. Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt hat. Gut, dann werde ich bald eine neue bauen und die heißt dann die rechte Faust. Linke und rechte Faust. So, gut. Alexanders Vermächtnis. Ja, die sind auch ganz gut unterwegs. Die Fernkämpfer haben schon Rang 7, was mir sehr gut gefällt. Gut, dann Runde beenden. Ah, ich kann ja noch Erlasse erteilen. Stimmt, das kann ich nicht. Hier könnte ich, warte, was brauche ich denn? Ich bekomme 31.000 pro Ding und habe 79 Nahrung. Wie sieht es denn mit der Politik aus? Ist geschützt? Ja, es war ja gerade. Ja, das gehört alles mir. Dann mache ich hier mal die Politik. Genau, Loyalität für meine Politik. So. Genau, dann gehe ich noch schnell durch. Und schaue, ob ich irgendwas machen kann. Nee. Dann hier passt alles gut. Dann werden wir den Kriegerpfad gemeinsam beschreiten. An seinem Ende steht euer Scheiterhaufen. Ich trage die Fackel. Okay. Mal schauen. Gallische Konföderation, die ist, glaube ich, auch nicht ganz so klein. Das wird dann auch nochmal spaßig. Also, die Gallier oder beziehungsweise die Nordischen. Wir fordern nur ein geringes. Mein Herr sieht Großzügigkeit immer. Ah, da unten? 4000? Nee. Okay, also, die Barbaren gegen Griechen. So, eine Tochter wird erwachsen. Genau, das haben wir gesehen. Natürlicher Tod. Politiker, Mission erteilt. Wie viele? Also 11 Runden, ne, bis sie kapitulieren. Das ist natürlich süß. So. Gut. Alexanders Vermächtnis, allzu Hilfe. So. So. Gut, Baubericht. Haben wir ein bisschen was gebaut. Inspirierte Bevölkerung. Ja, geht hier gut. Lass erteilt. So. Mal kurz schauen, wie die aussieht. Okay, das ist das ganze Gebiet hier oben. Aber das ist ja egal. Ich wollte sowieso hier dieses Meer eingrenzen. So, dann schaue ich mal kurz. Okay, hier sind schon ein paar Armeen unterwegs. Also der hat hier ja nur eine kleine Kavallerieeinheit, hier auch eine kleine und hier auch. Also von der Beweglichkeit bin ich da, habe ich schon großen Vorteil. Ja. Jetzt Butter bei den Fische hier. Bam. Sehr schön. So, dann du schipperst mal hier rüber und dann nehmen wir die beiden in die Zange.
Und meine Nase ist schon wieder. Genau, das sind die Dämonen. Warte, bin ich jetzt immer noch? Ich bin jetzt felsenfest. Wieso bin ich... Das verstehe ich gerade nicht, warum ich felsenfest bin. Ich habe gerade ein Klientelkönigtum aufgegeben. Wahrscheinlich Klientelkönigtum ist dann nicht so schlimm wie zum Beispiel militärisches Bündnis, weil da gehören immer zwei dazu. Und beim Klientel ist es ja so, dass ich, also rein theoretisch, die feindliche Macht dann unterworfen habe oder das Volk dann unterworfen habe. Und deswegen ist anscheinend die Strafe dafür nicht so hoch. Weil ich dachte, also das überrascht mich ein bisschen. Aber okay, gut, wieder was gelernt. Also hier kommen schon mal schöne 3 Fullstack-Armeen. Ich muss versuchen, vor denen in Tanais reinzukommen. Oder ich... 5. Ja, hier ist eine Flotte drin, also hallo. Errichtet eine Blockade! Ja, komm. Sehr schön. Chimera haben wir dadurch vernichtet. Dann kannst du ja auch hier hochkommen. Das da werden wir jetzt alles ein bisschen verschönern. Gut, hier baue ich die neue Armee. Du scoutest noch ein bisschen. So, wen habe ich denn noch nicht... Hier, Deutschland habe ich noch nicht gescoutet. So, dann die nächste ist hier. Du bleibst mal da, einfach vor Ort. Du kommst nach Hause. Du kommst auch nach Hause. Weil sobald ich mit den, mit Pergamon, Krieg anfange, kommen da sicher die ganzen, schönen, hübschen. Oh, achso, ja, genau. Spione und so weiter, Agenten. So, mag der mich immer noch? Ja. Komisch. Ich muss einfach hier ein bisschen EMP sacken, so dass die Strafe nicht mehr so groß ausfällt. Gut, dann weiter. Immer schön trinken auch. Ah, aha. Wir machen eure Heimat zu Einöde, plündern eure Weiber, versklaven eure... Plündern eure Weiber? Okay. So. Wir sind ein starkes Volk. Nicht Angriffspakt. Für 16.000 willst du mich verquaken? Nein. Come on. Too much. Angriff auf Verbündete. Axum Nabatea. Ja, komm. Das geht mal nicht. Das geht mal gar nicht. So, Kultur. Kultur. Eingliederung. Also Synkretismus. Also. Ja, an sich. Also das war eher so die Stärke von den Römern. Aber Alexander hat es schon auch gemacht, bis zum gewissen Teil. Also, minus 20 Strafe, Kultur. Ja, komm.
Machen wir das da, Siedlung wird belagert, ja, weiß ich. Wird belagert, weiß ich. Gut. Normal. Du kommst mal hier hin. Ich erwarte weitere Befehle. Ja. Ah, jetzt kann ich Stolz machen, genau. Das wird dann wahrscheinlich einer seiner letzten Schlachten, auch wenn das nicht wirklich eine Schlacht ist. So, Krieg erklärt. Reuki. Okay, nächste Runde ist die Armee fertig. Die wird belagert. Elf. Ja. 9 Runden, bis sie kapitulieren. Vollmarsch mal aus. Hallo, Darling. Ui, die haben sich eingebunkert. Das ist... What? Das ist jetzt mal... Huiuiui. Also 2-2, 2-2, das sind 4-4, 4400, beides von Frauen angeführt und bei mir ist es 1-8 plus 1-9, das sind 37.000, also hat er, oder? Warte, 1-8 plus 1-9, ja 37, genau. Alter, dann hat er 700 mehr. Ja. So, 700 Einheiten mehr. Aber... Okay. Mal schauen, wie sich ein... also, hier haben wir 66, 67, 66. Und hier haben wir... 68 und 66. Ich glaube, ich mache Nachtangriff. Warte mal. Gut, Entschuldigung, musste mich schon wieder schneuzen. Irgendwie läuft's gerade. Aha, genau, wir machen Nachtangriff, weil erstens meine Einheiten sind es gewöhnt und zweitens ja. Das heißt, sieht es cool aus. Gut, warte, schnell speichern. Und dann fette Schlacht. Das heißt wahrscheinlich, dass diese Folge ein bisschen länger dauert. Oder, also ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut. Wenn es jetzt schon bei 20 ist oder kurz vor 20, werde ich das cutten und dann geht's erst nächste Folge los. In dem Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Gut, und jetzt... Nebel und Nacht. Das mache ich natürlich nicht. Weil ich brauche... Regen brauche ich auch nicht. Regen auch nicht. Dann machen wir trocken. So. Genau, Regen. Ich brauche ja Feuer. Wo kommt meine Verstärkung her? Das sehe ich leider nicht. Warum auch immer. So. Gut. Ich sehe leider auch nicht, wo seine Verstärkung herkommt. Deswegen werde ich mich hier aufstellen, damit ich schnell entweder hier oder dahin komme. Oder wenn sie von hinten kommt, dann werde ich natürlich zuerst die vernichten. Und dann hier rein stolzieren. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, zuerst versuchen hier reinzukommen und dann von hier aus den Feind zu überrennen. Das geht, also hier wird es sogar gehen. Wenn der Verteidiger Grieche ist, dann oder Römer,
dann ist es schwer, das einzunehmen, bevor die Verstärkung einholt. So, ich warte mal kurz. Wo kommen sie denn? Ah. Ich check's. Wir bekommen keine Verstärkung, weil wir in der Nacht angreifen. Oioioi. Ach krass. Deswegen waren die ausgegraut. Immer wieder was Neues lernen. Krass. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Dass bei Nachtgefechten, dass die dann nicht angreifen, also nicht verstärken. Ah, das ist ja dann auch cool, wenn man, mir kommt gerade, wenn man eine Armee angreift und die hat zwei Verstärkungsarmeen dabei oder hätte dabei und man das würde das verlieren. Und dann macht man einen Nachtmodus an und dann kann man eine quasi 1-gegen-1 machen und vernichtet so die feindliche Armee. Das ist ja richtig cool. Taugt mir gerade echt. So. Ich erwarte eure Befehle. Schnell vorrücken! So. Le General geht wieder zurück auf seinen Posten. So. Ich spule mal ein bisschen vor. So, dann mache ich mal hier ein bisschen frei. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Noch mal eine Salve. Super. Genau, die marschieren einfach weiter. Die Mauern sind durchbrochen. Ja, jetzt könnt ihr laufen. Hier an die Seite. Warte, hä? Seit wann kann die...
Seit wann könnt ihr hier durchflutschen? Das ist ja fies. Weiter pushen. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Kommandant? Kessanische Kavallerie! Ja, Kommandant! Die Krieger erwarten euren Befehl. Wir erwarten eure Befehle. Oh, wir machen Feuer! Komm, Kavallerie, bereit! So. Wir haben einen Turm eingenommen. Unsere Söhne Makedoniens! Das ist schon mal sehr gut. Wir erwarten eure Befehle. Befehle? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Eure Befehle? So, versuch mal hier hinzukommen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ah, ich hab. Ja, ich hab das gar nicht gemacht. So. Unser General wird angegriffen. Ja, der stirbt jetzt bestimmt. Fortfahren. Ich warte, bis der General tot ist. Der feindliche General ist tot. Das ist wunderbar. Gut. Knapper Sieg. Ja, naja. 700 verloren. Und er hat 2-7 verloren. Naja. Sehr gut. Ihr habt euren ersten Kampf gefochten. Ja. Die ploppen jetzt manchmal nochmal auf, weil... Nein! Ja, das war die Pikini-Einheit, die ganz links war. Oh. Fies. Ich erwarte eure Befehle. Ganz gemein. Bewegt euch, ihr Heilung. In Bewegung.
War das alles? Bereit zum Kampf. Zu euren Diensten. Schade. Gut. Gold 1 Einheiten ist halt immer schade, wenn man solche verliert. So. Genau. Ah, ja, genau. Dann, verdammt, wie mache ich es jetzt? Ja, komm. Danke fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich cutte einfach, oder ich schnibbel einfach die Schlacht jetzt, ja, zu dem zu der letzten Folge. Also, habt ihr ja gesehen. Gut, ja. Macht's gut, bis dann. Bye, bye.